Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Oh, endlich kann ich aufnehmen. Es hat ein bisschen länger gedauert heute. Wir haben jetzt schon fast 9:30 Uhr abends. Yay, egal. Denn, ich habe gehört, wir machen heute ein bisschen Musical. Nein, Spaß. Ich habe ja gesagt, wir machen ein Musical nach der letzten Welt. Das Geweideland. Und diejenigen, die jetzt das Geweideland lesen, bei denen klingelt vielleicht schon ein kleines Glöckchen im Kopf. Vielleicht aber auch nicht. Wir gehen rein. Freut euch darauf, wie wir gleich aussehen werden. Darauf könnt ihr euch freuen. Das wird super. Hey, check us out. This place is kind of creepy, though. Uh-huh. Ooh. Heartless? Oh, I don't know, Sora. Well, I get the feeling they might live here. Don't mind us. Just passing through. We won't be any trouble. Yeah, that's right. Don't be silly. We love you to stick around for lunch. We didn't bring anything to eat. That's not gonna be a problem. Gosh, Sora. I think we're the lunch. Going somewhere? Man, that scar's got the worst timing. Just let him roar. Eh, we better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Fine. I don't know what that was about, but I'm glad it's over. Everything's harder on four legs. Then you stop practicing. Well, I found a trick to it. Here, let me show you. Wenn die Disney-Welt sofort mit der oder mit einer der schlimmsten Szenen von Disney aller Zeiten startet, dann weißt du Bescheid. Willkommen im geweihten Land. Wir sind im Reich von König der Löwen.
Wir sind ein fucking Löwe. Und es spielt sich so gut. Und wir schlagen den Schlüsselschild mit unserem Maul. Und es ist so gut. Ohne Witz, wer hätte gedacht, dass es sich so gut anfühlt, als Löwe zu spielen? Ich nicht. Das könnt ihr mir glauben. Mit Rilltropfen. Was war? Mit? Finsterstein und wahrscheinlich eine Map. Jawohl. Donald als Vogel, Goofy als Schildkröte. Ja, warum nicht? Wenn Kairi dich so sehen könnte, würde ich sie dich bestimmt für total süß halten. Ich schätze, deine magische Kleidung hat dich verwandelt. Ja, dich aber auch, Donald. Du endlich fliegender Vogel, du. Wir müssen lernen, uns zu verteidigen. Gar nicht so leicht auf allen Vieren. Aber wir können bestimmt einige tolle Sachen, die wir sonst nicht drauf haben. Goofy, du bist eine fucking Schildkröte. Du kannst wahrscheinlich gar nichts. Immerhin ist Goofy ein Tank. Hm? Ich meine, er hat einen Schildkrötenpanzer. Er ist ja sowieso der Tank. Das passt schon. So, sind aber rein, Jungs. Let's go. Are you thinking what I'm thinking? What? What do we do? Stay back. Und der erste Kampf als Löwe gegen echt starke Herzogen, wenn ich ehrlich bin. Yep. Danke, Donald. Audio. So, erstmal schön Schädelspalter. Ich kann natürlich nicht in der Drive-Form, weil... Boah, war das knapp, ey! Die Herzlosen sind super stark. Und das, obwohl ich eigentlich auf Normal spiele. Hätte ich nicht gedacht. Definitely heartless. Thank you. You really saved me. We're just glad you're okay. Did you see any other Heartless around here? Heartless? Is that what they're called? I'm not sure if there are any others. I don't usually hunt outside the Pride Lands. Pride Lands? Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete? Oh well, we might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those Heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this Scar guy and all those hyenas? Scar? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy's your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still, I'd like to see the Pride Lands, so you guys don't mind lending them a paw, do you? Uh-oh, there it goes again! She's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Der gute Sora will also Löwenkönig werden. Jo, warum nicht? Oh Mann, Sora, ey. Ach, diese komischen Boxvögel. Das ist ja ein Schein. Oh, Klappersoldaten. Ich liebe Klappersoldaten, Schattenbullschis.
So, Level 26 Angriffskraft hoch. Da sehe ich nicht. Petrilltropfen. Luna-Tropfen. Ich hole jetzt gerade noch die ganzen Kisten, die hier sind, weil hier sind nämlich eine Menge. Petrilsplitter. Da sind wieder die Boxvögel. Der Boxhandschuhe. An, falls ihr das nicht erkennen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr an den da oben schon drankommt. Wir können gleich mal ausprobieren. Weil ihr müsst wissen, diese ganzen... Oh, Bild. Diese ganzen Abilities, die wir durch die Driveform erlernen. Zum Beispiel sowas wie hier Sportsfreund oder Sprint oder was auch immer. Das haben wir ja in der Löwenform gar nicht. Das heißt, rein theoretisch sollten wir mit der Löwenform an alle dieser Puzzleteile rankommen. Allerdings lernen wir auch mit der Löwenform noch eine einzige Sache, die es ermöglicht, an andere Puzzleteile zu kommen. Also in der Löwenform erlernen wir auch noch eine, in Anführungszeichen, Spezialfähigkeit. Deshalb weiß ich nicht, ob wir die brauchen oder ob wir da jetzt schon so drankommen. Huh! Shit. Das war knapp. Ich krieg schon hin. Jawoll. Zeig ich doch. Morgengrauen. So, dann können wir weiter. Von da sind wir gekommen. Und hier müssen wir, glaube ich, hin. Wir müssen nämlich zum Königsfelsen. Einfach geradeaus. Oh. Dann kann ich wieder diese komischen Weißen. Naja, egal. Sind ja schnell tot. Sonst noch welche? Herzlosen? Heartless? Hallo? Ah. Das Blöde ist, als Löwe haben wir natürlich auch keine Situationskommandos. Also doch haben wir schon, aber nicht die, die wir auch als Mensch hätten. Glaube ich. What is it? I told Rafiki you might be able to help us force Scar and the hyenas out of the Pride Lands. But he says it won't work. You see, whoever saves the Pride Lands will be our next king. And he has to have the right qualities. Meaning? Well, I think she means you're not cut out for the job, Sora. I'm sorry you came all this way. Hey, no, it's okay. You better go before Scar finds out you're here. I'm really sorry. Wir werden doch nicht der nächste König, oder? Es tut mir leid. Ich weiß, wir wollten das alle. Aber leider. Okay. Leider dürfen wir das nicht werden. Rafiki hat gesagt, nö. Und dann heißt das auch nö. Freudenkristall. So, hi. Ich bin's, der Sora. Ach, man verwirrt sich leicht in den Weiten der Savanne. Haltet auch schon nach charakteristischen Dingen. Etwa die Knochen beim Elefantenfriedhof oder der zerklüftete Fels hin. Hier, achso. Seit Scar König geworden ist, verfällt hier alles zu. Was? Ich habe es nicht gelesen. Was sollen wir tun, wenn die Hyänen alle unsere Beute auffressen? Sterben wahrscheinlich. Es gibt nirgends etwas zu jagen. Wir sollten die Gnuschlucht passieren. Aber das geht ja nicht. Scar würde uns niemals von ihr fortlassen. Ja, der gute Scar. Der gute Scar. So, Rafiki, was geht denn bei dir? Würde das weisen. Du siehst das Bild des Löwen.
So, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, Leute. Tut mir leid. So, was haben wir hier sonst noch? Komm, ich weiß nicht, ob ich da hinten schon an der Puzzleteil rankomme. Huch, das ist die Höhle des Königs, in der einst eine lange Linie von Königen herrschte. Jetzt gibt es dort nur solche, die diesen im Anspruch nicht gerecht werden. Alles klar, Rafiki. Das ist grausam und brutal. Ihr tätet gut daran, euch von ihm fernzuhalten. Ah, nein! Ach, Millimeter daneben, ey. Ich mag die Laufanimation von Goofy. Die ist einfach. Ich wünschte, ich könnte mich sofort bewegen. Gut, okay, mein. Als ob ich da jetzt drüber gesprungen bin. Was bin ich eigentlich für ein absoluter Lappen? Da kann ich ja nur mit dem Kopf schütteln. Alter, ich sollte aufhören zu schlagen. Das sieht immer so aus, als ob ich das nicht erreichen würde. Deshalb mache ich immer so einen Schlag in der Luft. Und dann sehe ich, dass ich da drüber fliege. Jetzt muss ich mal. Aha, so. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, können wir da oben rein? In den Felsen? Wir sollten weg von hier. Ah, okay. Hat sich ja dann wohl erledigt. Hey, a snack! Snack? Nah! Mm-mm, we got us a three-course meal! Look at that! Here comes Scar, the king! Der Carlo, ey. And Pete. My back. What are you doing here? Oh, the cute little kitty's worried about me. If I were you, I'd be more worried about my friends. We're surrounded! Go on, ladies. You've got some hunting to do. The herds have moved on, Scar. We can't hunt in a land with no prey. No prey? Then what do you call this? We're not prey. Oh, nice and fresh, too. Well, they're all yours, Scar. Oh. Run! Follow me! Es tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe. Ah, keine große Sache. Es ist nicht deine Schuld, Sora wäre kein guter König. Versuchen musste ich es ja zumindest, oder? Du wolltest also wirklich König werden? Vielleicht ein bisschen. Du, Nala, ist da denn sonst niemand, der König werden könnte? Es gab da jemanden, aber er starb, als er noch ein Junge war. Er war der Sohn unseres letzten Königs Mufasa. Mufasa! Ach, wenn Simba jetzt doch nur hier wäre. Simba? Aber Simba geht's doch gut. Denn, bedenkt, Leute, damals, Kingdom Hearts 1, es gab zwar keine König der Löwenwelt, aber Simba war eine Beschwörung. Deshalb wissen wir, Simba existiert. Er hat erst vor einem Jahr noch an Seite mit uns gekämpft. Du meinst, Simba ist am Leben? Aber wo ist er? Ach, das weiß ich nicht. Dennoch, Simba lebt. Ich kann es nicht glauben. Bitte, erzählt mir mehr über ihn. Natürlich. Aber zuerst sollten wir uns von Scar entfernen. Wir gehen durch die Gnu-Schlucht. Dorthin bitte uns nicht folgen. Alles klar. By the way, bevor ich jetzt weitermache, kurz gesagt. Ich habe mal ein Video gesehen oder irgendwas habe ich mal gesehen. Da ging es darum, um Bösewichte in Filmen, die eigentlich Recht hatten, beziehungsweise sogar besser sind als der Protagonist.
Und da wurde auch König der Löwen aufgelistet, denn Scar ist rein theoretisch ein besserer König als Mufasa. Jetzt nicht davon, dass er hier die ganzen Löwen ausschlachtet, so von wegen geht auf die Jagd und wir haben kein Essen mehr und bla bla bla. Sondern es ging darum, dass Mufasa die Hyänen ausgestoßen hat. Hyänen waren für ihn ja... Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man könnte ihn ein bisschen als Rassisten bezeichnen. Mufasa war so ein Hyänen-Rassist, ja? Hyänen ausgestoßen, Hyänen, wir nehmen Hyänen alles weg. Hyänen können da in ihrem Gedöns sterben. Es zählen nur wir Löwen. Und Scar ist dagegen ganz anders. Scar kümmert sich sowohl um die Löwen als auch um die Hyänen und generell so. Also der ist quasi ein gerechter König, auch was andere Rassen angeht. Das habe ich mal gehört. Und das fand ich sehr interessant. Das fand ich definitiv sehr interessant, weil ich meine, ich habe bestimmt mal König der Löwen in meinem Leben gesehen, aber das ist auch schon wieder 800 Millionen Jahre her. Ich kann mich an den Film gefühlt gar nicht mehr erinnern. Aber ihr wisst, was ich meine. Das fand ich ziemlich nice, by the way. Also, Mufasa, kein guter König. Bisschen Hyänen-Rassist. Aber ansonsten... Scar ist halt auch ein Arsch. Auch wenn er vielleicht ein bisschen gerechter ist. Ich find's cool, dass Goofy sein Schild auf dem Rücken hat. Als ob der nicht als Schildkröte genug Schild hätte. Das heißt ja auch Schildkröte. So, das hier müsste die Gnu-Schlucht sein. Hey, why the long face, Simba? You gotta lighten up and live a little. Yeah, yeah. What were you thinking about? Let me guess. The past, right? Hakuna Matata! Would you look how he's grown, Pumbaa? Why, when I rescued the little guy, he was only this big. Never gonna make it. I guess Rafiki was right. What? Never mind, it's not important. Here, I'll show you how. You can do it. Und da haben wir die Ability Spurt gelernt. Das ist die Ability, die ich meine, die wir noch als Löwe lernen. Wir können nämlich jetzt spurten. So, ich meine, dass ich und Donald über diese Schlucht kommen, kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber wie zum Fick haben die Goofy darüber bekommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Goofy, wie hast du das gemacht? Bitte sag's mir. Ich möchte dein Geheimnis erfahren. Alright. Mit Spurt, da kann ich jetzt hier Viereck drücken und dann können wir hier durch die fucking Welt driften. Ja? Wir können fucking driften mit Spurt. Need for Speed war gestern, Leute. Heute ist Need for Lion. Ich weiß es nicht. Spurten ist schön. Oh! Kommt durch die Gegner. Kiste? War hier nicht immer noch eine Kiste? Die habe ich geöffnet. Die da hinten habe ich geöffnet. Die habe ich geöffnet.
Okay. Hier ist noch eine. Oh, da ist auch noch eine. Die darf ich gleich nicht vergessen. Ich hol die gerade lieber mal schnell. So. Morgengrauen. Und hier haben wir noch Luzidstein. Alles klar. When Simba's father, King Mufasa, died, we were told that Simba died alongside him. Who told you that? Scar. It is time. It must be Simba! Sora, hurry! Wait up! Der gute Rafiki. Gegner! Oh nein, nicht wieder so einer. Ich bin wieder fertig. Au. Au. Podio! Komm, mach Schädelspalter. Jetzt hat er keinen Kopf mehr. Was machst du jetzt, Junge? Was machst du jetzt? Morgengrauen. Ja. Oh! So. Easy. Ich bin schade, dass ich nicht im Drive kann. Salto-Hiebe. Salto-Hiebe sind ja insane. Zack, noch Morgengrauenteil. Oh, zwei schon wieder. Okay, danke, dass du die in der Luft hältst. Als ob, ist das mein erster Tod in dem Spiel? Ich glaube, oder? Fuck. Ich meine, ich konnte mich daran erinnern, dass die Gegner extrem stark waren. Aber ich dachte, oh, auf normal. Oh, geht bestimmt. Aber Alter, du kannst gar nichts gegen die machen. Außer halt ein Schädelspalter, aber der ist so schnell wieder weg. Ich habe nicht mal die Chance, irgendwas zu machen. Ich drücke die ganze Zeit auf Dreieck. Oh. Alter! Und sobald... Also einer ist ja noch okay. Und einer ist schon schwer. Aber sobald du da zwei hast, ist halt absolut insane. Sorry, hier. Ja.
klar. Was, Alter? Was zur Hölle? Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter, ich drücke jetzt einfach nur noch, ich spam jetzt einfach nur noch X und Dreieck. Alter, ist ja insane. Salto lieber machen, aber egal. So, darf ich jetzt mal bitte nicht sterben hier? Danke. Oh, der eine ist tot. Nice. Okay, ich werde das schaffen. Finally! Gibt's ja gar nicht, ey. Ach nein, jetzt kommen auch noch die dazu. Das kommt wegen Affentypen. Die sind auch extrem beschissen. Aber die sind, glaube ich, noch beschissener, wenn die alleine sind. Also ohne das große Vieh. So, mit Trilltropfen, den hol ich mir. Oh, King Baum. Hallo, Sora. So. Und jetzt ab zu Simba. Och, oder auch nicht. Nice, Goofy. Bei einem Elixier, jawohl. Goofy are here too. Sora, Donald, Goofy. What happened to you? Help, Simba! Help! She's gonna eat us! Timon! Pumbaa! Something must have happened in the jungle. I have to go help my friends. Timon, okay, Pumbaa. We'll back you up. Timon und Pumbaa war eine geile Serie damals. Kann man nichts gegen sagen. So. Da ist, glaube ich, eine Karte drin. Ah, nein, da ist eine verlorene wie die Puh-Seite. Oh, da müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten wir mittlerweile haben. Lass mich mal kurz nachgucken. Quatsch. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, Winnie the fucking Pooh. Da, verloren. Das sind zwei Stück haben wir. Nice. Ich habe auch gesehen, dass ich hier noch... Oh, wir haben gar nichts. Ah, okay, da hat sich das erledigt.
So, das hier ist, by the way, das schwerste Puzzleteil. Weil da dran zu kommen, ist echt extrem beschissen. Da kommst du nämlich von da nicht hin, da musst du von oben Sprint runter machen. Und das ist Bullshit. Springen, Sora. Dankeschön. Alter. Glaub mir, das ist echt nicht einfach. Aber wenn es das Letzte ist, was ich heute noch tue, dann ist es das. Sorry. Oh. Nein! Oh, das sah so gut aus. Ich bin aus Versehen auch auf die X-Taste gekommen. Weil das Blöde ist, du musst Viereck und Dreieck drücken. Alter, easy! Was war daran so schwer jetzt? So, save. Wir sind ja schon ein bisschen in der Welt hier. Hört sich an, als wäre Simbas Freund in Schwierigkeiten. Das ist vielleicht ein neuer Gegner, dann nichts wie Simba hinterher. Aber gleich. Ah, das ist wohl für ein Schreiber, ja, kam aus dem Dschungel. Nee, Donald! Simba, wait! It's Nala! Don't you recognize her? Nala? It's me, Simba! Simba! You are alive! Hey, what's going on here? Don't worry. They're all friends of mine. So that means nobody's planning to eat anybody else for lunch, right? Are you sure they don't want to eat me? Like I'm some kind of pig? We won't, but you are a pig, right? Call me Mr. Pig! Could you guys excuse us for a few minutes? Why am I not surprised? Simba, you've got to come back to Pride Rock. I thought Sora might be able to help, but you're the only one who can save us from Scar. I can't go back. Why? Hakuna Matata. It's something I learned out here. Sometimes bad things happen, and there's nothing you can do about it. Simba? Hakuna Matata! Hakuna Matata! He's not the Simba I remember. Something about Hakuna Matata. Hallo, diesen Spruch sage ich gern. Das heißt, die Sorgen bleiben immer fern. Hallo? Was hat Nala gegen Hakuna Matata, Alter? Moin! Pumba. Ich hab deinen Namen vergessen, Entschuldigung. Oh, Nala hat gesagt, sie möchte allein sein. Munter Simba, doch etwas auf. Hakuna Matata, ich versteh das doch, oder Jungs? Ja, die Sorgen bleiben immer fern. Natürlich, Pumba. Timon. Warum mag Nala Hakuna Matata nicht? Diesen Spruch sage ich gern. Ja, ist die Sorgen bleiben immer fern. Timon, wir sind connected. Wir sind einfach connected, mein Kumpel. Du und ich, wir sind eins, Timon. Ah, schön. Simba, was ist da los?
My father's dead, and it's because of me. It's my fault. I can't go back. It won't change anything. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you, and so will I. Father, are you there? Simba, you have forgotten who you are. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You can all come out now. I'm going back to face my past. I could use your help. He really is a king. Simba, der Circle of Life ruft nach dir. Simba ist halt schon geil, aber... Oh, ich kann Simba sogar gar nicht rausschmeißen. Cool. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich meine, ich kann hier ja eh keine Drive-Form machen, also bringt mir das sowieso nichts. Was habe ich gerade für ein Schlüssel bekommen? Der ewige Kreis. Ah, The Circle of Life. Aha, guck mal, ist sogar besser. Nehmen wir den nochmal. Nehmen wir den Circle of Life doch mal mit. So, was sagt ihr beide? Ach, ihr geht also zurück zum geweihten Land. Ihr könnt euch hier auf der Reise vorbereiten. Hauptsache, ihr verletzt euch nicht. Alles klar, danke, Timon. Bummer. Oh, ihr könnt so schnell laufen wie Löwen, oder? Ich wünschte, ich könnte das auch. Stell dich mir praktisch vor beim Wegrennen. Ach, Bummer. Dich wird doch niemand essen. Außer ich vielleicht. So, jetzt sind wir unterwegs. Oh nein, das sind wir. Oh, Level 7. Oh, Abwehrkraft hoch, das brauche ich. Brauche ich wirklich. Ah, wir können Löwenherz machen. Stimmt. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Das machen wir vielleicht beim Boss. Ich gehe davon aus, wir brauchen Simba beim Boss. Denn zu denen werden wir jetzt marschieren, Leute. Wir werden Scar vom Thron stoßen. Und sind wir direkt Level 28. Guter Junge. Ich habe leider den Song von Circle of Life nicht mehr im Kopf. Ich wollte ihn gerade eigentlich die ganze Zeit singen, aber ich habe vergessen, wie der ging. Ich hasse das Angriff. So stark. Weil man die nicht angreifen kann in dieser blauen Flammenphase. Goofy Level 28. Alter, warum seid ihr alle besser als ich? Ich bin doch gerade. Bin ich gerade auch Level 28 oder 27? Ich glaube 27, oder? Aber ich muss schon. Au! Ich muss schon sagen. Au! Simba geht ganz schön ab. Also Simba hat auf jeden Fall mal drauf. So, noch einer. So, und Donner Level 28. Jawohl. Ab in die Savanne. Oh.
Wait a minute, we're gonna fight your uncle for this? Yes, Timon. This is my home. Ich weiß, sieht nicht so berauschend aus, Timon. Simba, you're alive. This kingdom doesn't belong to you. Simba's the rightful king. The choice is yours, Scar. Either step down or fight. Must this all end in violence? I'd hate to be responsible for the death of a family member, Simba. I've put the past behind me. But what about your faithful subjects, have they? Simba, what's he talking about? Go on. Tell them who's responsible for Mufasa's death. I am. He admits it, murderer. If it weren't for you, Mufasa would still be alive. Do you deny it? No, but it was an accident. You're in trouble again, but this time, Daddy isn't here to save you. And now, everyone knows why. Now, this looks familiar. I think I've seen this before. Oh, yes. I remember. This is just the way your father looked before he died. And here's my little secret. I killed Mufasa. Mufasa! Murderer! Tell them the truth! All right, I did it. Louder! I killed Mufasa! Mufasa! Simba, you get Scar. We'll handle these guys. Excuse me, pardon me, coming through! Ach Gott, liebe ich das, wie Scar Mufasa ausspricht. Das ist so super. Mufasa! Das ist so schön, ey. So, ich glaube, ich habe ein paar Bilder Vitamins bekommen eben, ne? Hier habe ich noch ein paar Steine. Blabli, blablub. Und, Alter, 10 Vitamin! Ich bin ja absoluter Master of Disaster, ey. Erstmal alles reinpressen. In mich. So. Ja, warte. Das ist aber noch ein Blocken. Drive Boost, Roll Boost brauche ich beides. Drive Boost brauche ich dann, wenn wir dann wirklich auf Drive gehen. Also wenn ich dann die ganzen Drive-Sachen mache. Das werde ich dann wahrscheinlich machen, wenn wir mit dem Spiel durch sind, weil wir werden das eh nicht schaffen, alle Drive-Formen komplett aufzuleveln. Deshalb will ich jetzt erstmal hier die ganzen Angriffsgedöns machen. Weil das finde ich eigentlich ganz geil. Ausweichkunde. Löst per Angriff einen Gegenangriff auf. Während Reflektor ausgerüstet ist. Ah, okay. Ah, egal. So. Bevor wir jetzt aber da hochgehen, erstmal kurz speichern. Ich kann ja hier bei Rafiki speichern. Ah, da ist er sogar zu Hause. Ah, Scar ist also in die Höhle des Königs geflohen. Hm, das heißt, auf zum Gipfel. Es wird Zeit, dass Simba allen zeigt, dass er bereit ist, König zu werden. Du siehst ein Bild eines Löwen. Schade, ich dachte, der sagt jetzt was anderes. Jetzt, wo die Mähne da ist. Wie? Du siehst das Bild eines Königs. Keine Ahnung, irgendwas Episches. Kann ich schon mit euch hier allen sprechen? Was sagt ihr denn, der Mufasa getötet hat? Scar hat uns erzählt, Mufasa sei bei einer panischen Flucht der Gnus umgekommen. Ich kann nicht glauben, dass er ihn in Wirklichkeit getötet haben soll. Scar versucht, seine Gegner zu verwehren, indem er immer seine Position wechselt. Passt also auf sein Stellungsspiel auf, wenn ihr gegen ihn kämpft. Oh, die sagen was, wie man gegen ihn kämpft?
Hyänen hätten am meisten davon, dass Mufasa weg ist. Deshalb haben sie sich wahrscheinlich auch mit Scar zusammengetan. Ja, das sage ich ja. Mufasa war einfach ein Hyänen-Nazi. Scar ist zur Höhle des Königs gelaufen. Scar ist verachtenswert, aber er ist stark. Sei vorsichtig. So. Ab da rein jetzt. Beschütze Timon und Pumba von den Hyänen! Darf ich die auch mal treffen? Hakuna Matata, Leute! Kommt her, Jungs! So, der eine ist tot! Goofy kümmert sich um die anderen beiden hier. Ah. Der hat die beiden wohl erwischt. Healing! Oh, das war das einzig Schlimme in Kingdom Hearts 2, dass man Gegner nur mit Hilfe eines Kombo-Abschlussangriffes töten konnte. Das war echt nervig. Das haben wir in Kingdom Hearts 3 zum Glück rausgenommen. Simba. He went up there. Alles klar. Final Boss kommt, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin's. Simba, ihr müsst Scar besiegen. Bitte rettet unser Königreich. Ah, wenn Scar allein ist, schafft Simba das. Aber er weiß, was er geplant hat. Bitte, Sora, pass auf Simba. Auf, dass nichts passiert. Alles klar. Ach, Simba hat Scar bis zum Gipfel hinaufgefolgt. Das ist das große Finale. Komm, wir müssen Simba anfeuern. Vorher ist hier wahrscheinlich gar niemand an, Pumba. Ich glaube, du versteckst dich hier. Let's go! Scar auf die Fresse hauen! This is his fight, Donald. Oh, that was just a sneak preview. Cause this ain't over. Oh, not by a long shot. Anger and jealousy turned the King of Pride Rock into a Heartless. Oh, your kingdom's gonna rise again. But this time, as the Pride Lands of Darkness. That's what you think. Alles klar. Simba kann tatsächlich im Finalkampf nicht ausgetauscht werden. Donald, natürlich bist du drin, denn wir brauchen einen Healer. Alles klar. Was hab ich? Was? Achso. Kann ich auch nichts machen. Kann ich eigentlich Donald noch irgendwas geben? Nur Autolimit, aber Autolimit ist völliger Schwachsinn. Goofy kann ich auch nichts geben. Ich könnte denen vielleicht auch ein paar Abilitamins abgeben, aber gut. Let's go! Scar. Direkt mal Löwenherz. Löwenherz, einfach geil. Oh. Au. Scar, mein Bruder. Scar. Gut jetzt mit deinen scheiß Blitzen hier.
Fuck! Muska, mein Lieber. Warum ziehe ich denn kein Leben mehr ab? Ah, kein Löwenherz, weil ich will mich lieber heilen. Oh! Sprinte, Sora! Wie du noch nie gesprintet bist im Leben! Oh nein, Scar. Ach, jetzt bist du auch noch der Feuer-Scar. Alles klar. Ich kann wieder kein Leben abziehen. Verdammte Scheiße. Ah, deswegen. Au. Schon, Scar ist gleich down. Wow! Oh Mensch, wieder der Blitz, Scar. Fuck. Fuck! Oh, fuck. Und tschüss, Scar! What's with the light show? We have to say goodbye for a little while. I'll go tell Simba. Oh, he's probably busy. Just tell him we'll be back soon. Oh, that's right. He's king now. He's gonna be so busy, he'll probably forget about his two best buddies. Well, you always got Hakuna Matata, right? Guess so. What do you mean, guess so? What if he forgets to tell the carnivores who we are? One look at you, and you're a pig roast! That's Mr. Pig Roast! Same thing! And I'm not sticking around to be anybody's pork dinner! Pumbaa! You can never forget your true buddies. Ach, der Pumbaa. Guter Typ. Feuer gelernt! Hat mir noch kein Feuer vorher? Krass. Feuer ist aber, ich glaube, das useless Element in dem Teil. Habe ich, glaube ich, schon mal angemerkt. Es wurde eine neue Episode bei Hercules hinzugefügt. Das heißt, neuer Cup ist on. Alles klar. So. Ihr seht, überall das Schlüsselloch verschlossen. Das heißt, wir können noch nicht ein zweites Mal in die Welten. Das kommt erst später. Dementsprechend haben wir nicht mehr viel vor uns.
Also, doch, wir haben noch eine Menge vor uns, aber... Ich meine, wir sind jetzt erstmal mit allen Welten, bis auf eine, wie gesagt, die werden wir noch sehen und die wird auch echt scheiße werden. Sind wir durch. Zum ersten Mal, wie gesagt, man muss zweimal in jede Welt. Im nächsten Part werden wir uns leider ums Musical kümmern. Das heißt, der nächste Part wird wieder ein bisschen kürzer werden, das tut mir natürlich leid. Aber ist leider so. Dagegen kann ich leider nichts tun. Dafür werden wir hoffentlich Under the Sea. Und ja, ihr wisst Bescheid. Alles klar. Alright, dann fliegen wir kurz nochmal hier hin zum Abspeichern. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.